Hey Leute, willkommen auf meinem Kanal. Beim letzten Mal hatten wir uns hier angeschaut, wie man über die TWS Daten abfragen kann, über spezielle Aktien. Und dafür brauchten wir ja das Ticker-Symbol und das ist, glaube ich, im deutschsprachigen Raum gar nicht so bekannt. Und deshalb sprechen wir mal darüber in diesem Video. Also bleibt dran. Bis gleich. Jo, das Ticker-Symbol, es ist jetzt kein nichts dahinter, also es ist einfach nur die Kennung der Aktie, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Es sind immer 1 bis 4 Zeichen, also zum Beispiel F steht für Ford oder Tesla-Aktie, das hatten wir ja beim letzten Mal, das ist einfach TSLA oder Google ist einfach GOG oder Microsoft MSFT, also kann man sich super leicht merken und das hat sich leider in Deutschland nicht durchgesetzt. Weil da macht man es ein bisschen komplizierter einfach. Da gibt es ja die WKN oder seit zwar im Jahr 2000 die ISIN, das ist dann die europäische Variante. Also WKN steht einfach für Wertpapierkennnummer. Die kann sich natürlich auch wieder kein Mensch merken. Und wenn irgendeine Abrechnung dann bekommt, dann steht diese kryptische Nummer drauf und ihr wisst eigentlich dann erstmal gar nicht, von welcher Aktie das überhaupt ist. Während im amerikanischen Raum man einfach diese Tickersymbole hat und wenn jetzt da im amerikanischen Fernsehen irgendwie Aktienkurse durchgegeben werden, dann sieht man auch nur, die zeigen nur das Tickersymbol an und jeder weiß Bescheid. Es gibt dann nur eine kleine Erweiterung, also manchmal mit Punkt oder so, dann ist einfach die Börse noch dabei. Wenn man jetzt auch deutschsprachige Aktie zum Beispiel da sucht, zum Beispiel VW-Aktie ist Tickersymbol VOW und Punkt F wäre dann Börse Frankfurt, während jetzt VW.de wäre dann die Xetra-Börse oder VOW.sg wäre dann die Börse Stuttgart. Also eigentlich relativ einfach zu kapieren, nichts dahinter. Und das ist eigentlich wichtig, wenn man mit amerikanischen Broker irgendwie zusammenarbeitet, dann geht halt alles über dieses Tickersymbol. Jo, alles also war's schon. Und jetzt ist vielleicht nur die Frage, wo kommt man jetzt an das Ticker-Symbol ran? Gerade wenn man ja jetzt Daten auswerten will, da ist ja dann so, man möchte jetzt nicht alles abtippen irgendwo von irgendwelchen Listen und das machen wir natürlich nicht. Das zeige ich euch kurz, wo man jetzt zumindest die amerikanischen Aktien da die Ticker-Symbole herbekommt. Das geht nämlich ganz leicht. Schauen wir einfach kurz auf die Nasdaq-Seite, die habe ich jetzt hier. Und da muss man einfach jetzt hier auf Symbol Screener gehen. Und das ist eigentlich jetzt ziemlich cool, weil man bekommt jetzt nicht nur die Aktien oder die Ticker-Symbole, die an der Nasdaq gelistet sind. Also Nasdaq ist ja auch eine Börse. Und man bekommt eben auch noch von den anderen zwei großen Börsen in den USA die Ticker-Symbole, eben von der New York Stock Exchange oder auch von der American Stock Exchange. Und das noch coole daran ist, man bekommt es nicht nur hier als HTML-Seite angezeigt, sondern eben auch hier kann man das CSV-File runterladen, was natürlich für Leute ist, die das einfach in Python dann auswerten, ist super genial. Gut, ich denke mal, dass jetzt im letzten Video wird jeder nur noch Python benutzen und kein Excel mehr. Weil da ist natürlich super easy, das da einzulesen. Okay, in Excel kann man eigentlich CSV-Files auch importieren. Aber kann man jetzt einfach mal kurz auswählen. Hier nehmen wir mal die New Yorker Stock Exchange und dann macht man hier unten einfach auf Apply und zack hat man einfach die Liste und dann macht man hier einfach einen Download. Das Ganze sieht dann eben so hier aus. Man hat das Ticker-Symbol, dann hat man auch sogar den Namen mit dabei und noch weitere Daten, was auch noch ganz cool ist. Man bekommt auch den Sektor hier mit dazu und dann das IPO hier, das ist eigentlich vielleicht auch ganz interessant, wenn man vielleicht sich dann das mal anschauen will, wann die überhaupt aufgenommen wurden. Ja, also eigentlich super cool. Da bekommt man dann schon mal eigentlich sämtliche amerikanische, wichtige amerikanische Aktien, dann das Ticker-Symbol, kann die einfach einlesen, sich den Kontrakt dann zusammenbauen und das war's schon. Für gewisse Indizes muss man dann halt auch immer schauen, wo es da die Listen gibt. Also es kommt da halt immer drauf an, das ist ja auch ein bisschen oftmals das Kapital ja der Firma, die es halt rausgibt. Zum Beispiel, wenn man MSCI World Liste, wird man nicht öffentlich finden, weil ja genau das ist ja das, was diese Firma hinter dem MSCI World, ihr Produkt. Andere ETFs-Anbieter, die sind da offener. Zum Beispiel ein bekannter ETF ist ja die ganze ETFs von ARK, also von Cassie Wood.
Die ist ja ziemlich bekannt und dort bekommt man ohne Probleme die Listen her, weil die sind sehr, sehr transparent. Da können wir hier jetzt eigentlich auch hier einfach mal drauf gehen und nimmt man einfach mal den ETF, wählt man hier aus. Dann hier auf Explore ETF. Und dann das Coole auch hier dran ist, bekommt man auch einfach das CSV, kann man hier auch einfach downloaden. Man sieht jetzt hier auch, hier bekommt man auch das Ticker-Symbol. Und hier ist gleich mal die Tesla-Aktie und das hier, das Ticker-Symbol ist TSLA. Oder hier Baidu, das ist einfach dann BIDU, also kann man sich super leicht merken. Also zum Beispiel, das ist jetzt eine Quelle, wo man dann auch noch die Listen herbekommt. Bei den bekannten Indizes wie den S&P 500 oder auch der Nasdaq 100 sind eigentlich auch, ist das ja auch alles bekannt, die Namen. Und da findet man auch auf jeden Fall mit dann irgendwo Quellen, wo man die Listen herbekommt. Und selbst wenn dann ja nicht das Ticker-Symbol mit dabei ist, dann hat man es ja mehr oder weniger hier aus dem Export von der Nasdaq selber. Und daher ist das eigentlich dann ganz cool. Wie gesagt, für deutsche Aktien, da gibt es natürlich jetzt nicht die super coole Quelle. Zumindest kenne ich sie jetzt nicht. Aber auch da muss man dann halt ein bisschen kreativ sein und dann wird man das immer schon hinbekommen. Und dann steht dem munteren Datenauswerten auch nichts mehr im Wege. Und das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.